Hi, ich grüße euch, Sascha hier von Exclusive Trading, heute mit einem weiteren spannenden Thema, und zwar geht es heute um mehr Geld für Investments, wie auch ihr mehr Geld zur Verfügung habt für Investments und quasi vom Konsum profitieren, statt selber zu konsumieren. Darum geht es heute. Kurz bevor wir jetzt durchstarten, ganz kurz, folgt mir auch meinem YouTube-Kanal, weil da bekommt ihr auch dann dementsprechend zu dem mehr Geld, was ihr fürs Investieren übrig habt, auch dementsprechend Trading-Chancen, die ich regelmäßig einmal in der Woche poste. Da sind auch US-Aktien mit dabei, da sind Aktien mit dabei, da sind Swing-Trades mit dabei, um euch dann auch dementsprechend mit dem mehr Geld, was euch zur Verfügung bleibt, auch Anregungen zu geben, was ihr mitmachen könnt. Das heißt, ihr bleibt bei mir auf dem Kanal, auf dem Laufenden, hier unten abonnieren und am besten drückt ihr noch hier unten die Glocke, da ist eine Glocke neben dem Abonnieren-Zeichen, dann kriegt ihr direkt Bescheid, wenn ein neues Video draußen ist. Ja, ansonsten folgt meinem Facebook-Kanal, ist unten verlinkt, meiner Facebook-Gruppe. Da werden auch immer regelmäßig gute Investments-Tipps, Swing-Trading-Tipps gepostet. Und wer noch mehr wissen will, ich habe euch auch meine kostenlose Ausbildung hier unten drunter verlinkt. Also von daher einfach unten drunter schauen und durchstarten. So, starten wir durch mit dem Thema mehr Geld für Investments. Vom Konsum profitieren, statt selber zu konsumieren. Nicht, dass ihr jetzt aufhören sollt zu konsumieren, auf gar keinen Fall. Wir konsumieren alle sehr gerne, auch ich. Es geht eigentlich mehr um den Überkonsum. Und wie ihr euch im Überkonsum eventuell Geld sparen könnt, was ihr später übrig habt, um vernünftig zu investieren. Und ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben, und zwar Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Also Dinge, die wir quasi immer und immer wieder kaufen. Das heißt, wir leiden quasi an Überkonsum. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen in eurem Überkonsum einschränken würdet, hättet ihr deutlich mehr Geld übrig, um zu investieren und auch deutlich mehr aus eurem Geld zu machen. Und ja, da könnt ihr auch von meinen eigenen Fehlern früher profitieren. Ich habe später selber aus meinen eigenen Fehlern gelernt. Ihr könnt von meinen eigenen Fehlern dementsprechend profitieren, weil wir neigen alle so ein bisschen zu Überkonsum. Das ist nichts Schlimmes, auch ich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so einen kleinen Sneaker-Tick, ich habe so einiges an Sneaker, ist auch ein ganz klarer Überkonsum in meinem Falle. Aber klar, wenn man jetzt an einem Punkt ist im Leben, wo man wirklich nicht so viel Geld hat, wo man auch kein Geld dazu investiert, dann muss man sicherlich erstmal irgendwo ein bisschen einsparen, bevor man sich dann später die Früchte ernten kann, dann auch dementsprechend ein bisschen mehr leisten kann. Und darauf will ich darauf hinabziehen, weil die Situation war ich im Leben auch schon, wo es finanziell deutlich knapper bei mir war. Und sagen, boah, da muss doch jetzt irgendwo Geld. Mir fehlt hier irgendwie ständig Geld und ich würde ganz gerne investieren, ein bisschen mehr aus meinem Geld machen. Und ja, und dann habe ich noch meinen Konsum überdacht und kam dann auf einige Punkte, wo ich Geld einsparen kann. Und da will ich jetzt wichtige Anregungen heute geben, wo ihr Geld einsparen könnt. Nur als Anregung, das sind nur Beispiele, grobe Beispiele, da müsst ihr euch natürlich dann später zu Hause selber hinsetzen, selber hinterfragen. Und dann, wie investiere ich natürlich in Konsumgüter, in Unternehmen, die Konsum produzieren. Das heißt, während andere Leute dann wiederum konsumieren und die Unternehmen nach oben treiben, dass sie immer mehr und mehr Gewinne machen, profitieren wir davon. So, wollen wir jetzt hier direkt durchstarten. Was wäre klassisches Konsumgüter? Ganz klar ein Sneaker. Ich blende ihn mal hier oben ein. Es muss jetzt nicht dieser Nike-Sneaker sein, aber ich bin ja selber auch ein Sneaker-Fan, aber wir kennen das alle. Wir haben selber schon zwei, drei geile Paar Sneaker zu Hause stehen oder Turnschuhe zu Hause stehen und im Prinzip bräuchten wir keine neuen mehr. Aber wir wollen ihn unbedingt haben, weil es das neueste Modell ist, weil er unheimlich geil aussieht und ja, ertappt richtig. Ich ertappe mich dabei auch regelmäßig. Und das ist der Punkt, wenn ihr euch diesen Sneaker, den ihr jetzt hier oben seht, einsparen würdet. Das muss ja nicht für immer sein. Das heißt, wenn ihr später eure Früchte erntet, dann könnt ihr euch diesen Sneaker vielleicht holen. Das heißt, das einfach ein bisschen nach hinten verschieben. Dann habt ihr für diesen Sneaker hier oben schon wieder 150 Euro mehr zur Verfügung. Jetzt sind wir erst bei 150 Euro. Machen wir mal weiter. Markenklamotten. Wer kauft nicht gerne Markenklamotten? Also klar, jeder trägt gerne vielleicht mal, wie wir jetzt hier oben sehen, Tommy Hilfiger, das muss jetzt nicht das Modell sein, oder Ralph Lauren, oder wie auch immer, selbst ertappt, Polo Ralph Lauren. Wie gesagt, hier, wer trägt das nicht gerne, gar keine Frage, aber regelmäßig geht ihr wahrscheinlich auch mal Klamotten einkaufen, anstatt dann mal auf Markenklamotten zurückzugreifen, wie zum Beispiel Tommy Hilfiger oder was für Marken es auch immer gibt. Das soll jetzt keine Werbesendung sein, aber sei es Hugo Boss, sei es Ralph Lauren, sei es was auch immer. Kauft mal bei Zara ein, da kriegt ihr auch sehr, sehr stylische, geile Mode. Da kaufe ich übrigens auch oft, sehr, sehr oft ein. Und ihr spart euch damit bei einer Einkaufstour mit Sicherheit 200 Euro, wenn ihr statt Markenklamotten einfach mal bei Zara einkaufen geht. Und bei Zara bekommt ihr schon sehr stylische Sachen.
Das heißt nicht, dass Sie auf lange Sicht auf eure Markenklamotten verzichten wollen, wenn ihr die denn gerne anzieht. Nicht jeder zieht sie gerne an. Aber das wäre ein weiterer Punkt, wo man sich vielleicht jetzt selber tappt, oh, ich finde Markenklamotten schon geil. Keine Frage, geht mir auch so. Aber wenn man wirklich mal ein bisschen enger da ist, dann auch hier an dem Punkt mal ein bisschen nach hinten verschieben, mal temporär ein bisschen einsparen und schon habt ihr hier, wenn ihr bei Zara oder bei H&M einkaufen geht, mal locker schon wieder 200 Euro gespart im Gegensatz zum Markenklamotten-Einkauf und habt euch schon wieder weitere 200 Euro auf eurem Konto. Also das sind jetzt die kleinen Positionen. Allein mit den beiden Positionen sind wir jetzt schon bei roundabout 350 Euro, die man sich jetzt schon eingespart hat. Aber im Laufe des Jahres kann man noch weiter einsparen. Und zwar, wir haben einen massiven Überkonsum bei Handys. Ja, ich blende jetzt mal hier oben ein. Wir sind jetzt hier. Unser Handy, das ist in diesem Falle ein iPhone. Das kann auch gerne ein Samsung sein. Es geht jetzt nicht um das iPhone per se. Es kann in diesem Fall auch ein Samsung sein oder ein Huawei sein, wie auch immer. Es geht hier nicht um die Modellfrage, aber immer wenn ein neues iPhone rauskommt oder ein neues Samsung rauskommt oder was für eine Marke auch immer, wollen wir das unbedingt haben. Und das geht den meisten so. Da fühlen wir uns alle ertappt. Nicht alle, aber da fühlen sich viele bei ertappt. Also nicht, dass du jetzt quasi, der jetzt hinterm Schirm sitzt, sagst, okay, du bist jetzt süchtig nach dem neuesten Modell. Aber es geht vielen Leuten so. Also ich generalisiere das jetzt mal nicht, aber es geht sehr, sehr vielen Leuten so. Und es ist auch nichts Schlimmes, wenn du dich jetzt aber ertappt fühlst. Das ist normal. Aber stellen wir uns mal vor, ein Beispiel vom iPhone. iPhone 5, iPhone 5S. iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, 7S, dann kam direkt das 8 raus, das 10 raus und immer muss das neu sein. Jetzt kam iPhone XS raus und dann noch XR, glaube ich, und das muss immer das neueste Modell sein. Kann das nicht mal ein Jahr kein iPhone sein? Ich habe das früher mal so gemacht. Ich finde es ja auch immer gerne, das Modernste zu haben. Ich habe immer ein Jahr ausgelassen. Das heißt, ich fand natürlich toll, immer das tollste iPhone zu haben. Ich bin vor allen Dingen, ich persönlich Apple-Fan. Das müsste ihr jetzt nicht sein. Ihr dürft auch gerne Samsung mögen oder was auch immer. Einfach mal 2 Jahre dasselbe Handy haben. Ist ganz schön komisch, oder? Klar, natürlich kauft man sich ein iPhone. Das iPhone hier oben zum Beispiel, in diesem Fall, dem Beispiel hier, kostet 1250 Euro. Natürlich zahlt ihr das nicht auf einmal. Das zahlt ihr vielleicht schon in Raten ab oder wie auch immer. Oder es zahlt ihr mit einem teureren Tarif ab. Aber diese 1250 Euro für dieses Handy zahlt ihr so oder so durch den teuren Tarif in Ratenzahlung oder auf einmal. Und wenn man das mal sich mal ja nicht holt, hat man sich auch hier 1250 Euro eingespart. In diesem Beispiel. Ich will mich jetzt nicht auf die 1250 beschränken, das ist vielleicht bei Samsung 100 oder weniger, bei Huawei vielleicht 200 oder weniger, aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel, als Referenzwert. 1250. Dann hätten wir einen weiteren Konsumgut, den wir uns einsparen können. Und jetzt kommen wir zu einem Konsumgut, oh, da tappe ich mich auch bei, das geht vielen auch so, und zwar immer das neueste Fernsehgerät. Es kommt immer was Neues raus. Erst waren es Plasmas, dann kam LCD-Fernseher raus, dann die LED-Technologie, dann 4K-Fernseher, UHD-Fernseher, dann kamen diese Curved-Modelle, die so leicht gebogen waren, raus. Immer das neueste, modernste Modell. 3D habe ich ganz vergessen, 3D-Fernseher kamen auch raus. Wer nutzt eigentlich 3D von euch? Die wenigsten wahrscheinlich, oder? Aber es musste immer das neueste, geilste Fernsehgerät sein. Jetzt habt ihr euren Fernseher schon bestimmt ein Jahr, anderthalb, 2 Jahre und denkt, boah, es kommt eine neue, geile Technologie raus. Jetzt brauche ich wieder den neuesten Fernseher und ich habe einen Fernseher, ich habe in meinem Schlafzimmer einen 55 Zoll Fernseher hängen, der ist 5 Jahre alt, der hat Smart TV mit dabei, alles, das Ding funktioniert, das Ding ist einwandfrei, das ist toll. Was ich damit sagen will, ist, in dem Moment, wo es dazu kommt, bei den ganzen Angeboten, die man so sieht, Black Friday Angebote, anstatt loszurennen, sich das neueste, geilste Modell zu holen, und bei so einem Fernseher seid ihr mal locker beim neuesten Modell, 4K, hast du nicht gesehen, mal locker 1000 bis 1500 Euro los und anstatt sich das neueste Modell zu holen, einfach mal auf die Zähne beißen und sagen, nein, ich kaufe mir das nicht, das was ich da stehen habe, ist ziemlich geil. Ich nehme das Geld jetzt, diese 1000 bis 1150, was so ein geiles Gerät kostet, und heb mir das auf und pack mir das auf mein Swing Trading Konto, auf mein Investment Konto und investiere damit. Und wenn wir diese ganzen Positionen jetzt zusammenrechnen, sprich, die Turnschuhe, egal ob es jetzt Nike oder Adidas ist, 150. Nehmen wir die Markenklamotten, das muss man aus dem Einkauf anstatt Markenklamotten einfach mal Zara, H&M oder was auch immer kaufen, sparen wir uns 200 Euro ein, sind schon mal 350. Die 1250
Beim Handy haben wir auch nochmal 1250 und die 1000 bis 1500 für einen neuen Fernseher. Und ruckzuck haben wir mindestens mal 2600 Euro bis 3100 Euro eingespart. Nur durch diese vier Positionen. Jetzt geht mal ein bisschen tiefer, aber denkt das mal ein bisschen. Und das, was ihr da macht, ist Konsum. Klar. Und durch diesen Konsum steigen natürlich die Aktien von diesem Unternehmen immer, immer weiter. Aber geht doch mal auf die andere Seite. Macht doch mal einen Step zurück. Spart mal ein bisschen am Konsum ein. Und wir alle konsumieren gerne. Gar keine Frage. Ich bin da mit Sicherheit nicht ausgenommen. Aber ein Step zurück, konsumiert mal ein bisschen weniger. Und das, was ihr weniger konsumiert, habt ihr dann zur Verfügung. Klar wird der Fernseher auch nicht direkt auf einmal bezahlt, oftmals auch an Raten. Aber trotzdem, das ist das Geld, was ihr da zur Verfügung habt. Und nehmt dieses Geld, packt es zur Seite in ein Investmentkonto oder in euer Tradingkonto und macht mit Swing Trades. Bitte, bitte nicht mit kurzfristigen Sachen, das könnt ihr euch später machen, wenn ihr genug Geld zur Verfügung habt, um auch kurzfristig mal ein bisschen zu agieren. Aber wird hier erstmal mit einem vernünftigen Swing Trade, der ein bisschen länger dauert, in dem Investment, in der Aktie, euer Kapital erstmal aufbauen, dass ihr auf einen gewissen Grundstock kommt, dass ihr wächst. Wachstum ist ganz, ganz wichtig. Und da könnt ihr vom Konsum profitieren. Nehmt Konsumgüter. Wenn ihr meinen aktuellen Trading-Chancen angeht, empfehle ich meinen aktuellen Trading-Chancen EA, Electronic Arts. Das ist ein Konsumgut. Electronic Arts produziert für PlayStation, für Xbox, für Computer die FIFA-Reihe, FIFA 2019, FIFA 2018. EA produziert auch Battlefield und EA, klar, ist jetzt ein Jahr lang bergab gelaufen, aber EA ist in der Regel ein Konsumhersteller von Dingen, die regelmäßig konsumiert werden. Sucht euch Aktien raus mit Konsumgütern, wo ihr positive Chancen habt und investiert das dementsprechend. Und nicht immer nur in eine Aktie und nicht nur in zwei, sondern streut das ein bisschen weiter. Das kann man auch mit kleinem Kapital machen. Sich Step by Step in ein paar verschiedene. Klar fängt man am Anfang, wenn man wenig Kapital hat, nicht direkt mit 30, 40 verschiedenen Aktien. Aber macht euch ein bisschen breiter gescheut. Nehmt euch erstmal am Anfang 4, 5 Aktien raus und dann irgendwann wird das immer mehr, das Kapital wächst und ihr könnt weiter aufstocken. Und davon könnt ihr auch profitieren. Bleibt auf meinem Kanal, wie ich sagte, abonniert hier unten. Dann drückt am besten die Glocke und ihr werdet direkt informiert, weil es gibt einmal in der Woche auch die Trading-Chancen. Dann biete ich euch auch Möglichkeiten an, zeige euch Möglichkeiten, auch, wo man gut investieren kann. Und das nicht nur immer in Indizes oder in Forex, sondern auch in Aktien, meistens US-Aktien. Und da kommen auch die meisten großen Konsumgiganten her. Und dann könnt ihr mir folgen, dann bringe ich euch auch Möglichkeiten auf die Leinwand, wie ihr euch ordentlich investieren könnt. Da seid ihr genau richtig. Ansonsten kommt in meine Gruppe, liked meine Seite. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr den Daumen hoch gebt, weil Support ist kein Mord, sondern Like finde ich sehr, sehr nett von euch. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, immer schön teilen, das ist echt nett von euch. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht und zumindest einen Denkanstoß gegeben, weil klar, wissen tut jeder, umsetzt uns keiner. Macht euch mal Gedanken darüber, arbeitet mal für euch einen Plan aus. Und wenn ihr möchtet, schreibt mich auch gerne an. Ich helfe euch auch bei eurem Plan, das ist kein Thema. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Sascha.